So, ich hab das jetzt hier schon abgelöst. Hab mir dann gedacht, jetzt nimmst du das doch nochmal auf, damit ihr das natürlich auch sehen könnt. So sieht das praktisch von innen aus. Man sieht, es ist noch ein bisschen feucht, das nach 3-4 Tagen. Also man muss es wirklich dann irgendwann ablösen, damit sich praktisch, weil die Oberseite ist ja trocken, nur die Unterseite eben nicht, weil das ja mit Plaste ummantelt war. Jetzt gucken wir mal hier. Wenn man das nämlich zu früh macht, dann bricht dieser Salzteig. Ja, es ist eben sehr... So, und mit einer Hand ist es echt schwer. Es geht aber. Ihr seht, hier habe ich schon mal die Originalteile wieder. So, und so sieht es denn aus, wenn sich hier Teile baut. Ich sehe, also es geht wunderbar auch mit einer Hand ab. Wenn man vorsichtig macht. So, wunderbar. Haha, meine Seitenschweller praktisch. Aha, lustig. Seitenschweller, wie gesagt, die müssen jetzt hier noch richtig durchtrocknen. So sieht das von innen aus. Also von innen ist der Abdruck natürlich super gut. Wenn man jetzt theoretisch das abdrucken würde nochmal, ja, dann hätte man es perfekt natürlich. Ist mir aber alle zu viel Arbeit und zu krass jetzt. Ich will das hier... Ich habe mehrere Projekte gerade angefangen, deswegen... ja. Das war jetzt nur mal ein kurzer Einblick für euch. Und hier muss man nämlich aufpassen, dass es nie wegbricht. Nur für euch. Aha. Sieht aber, es sieht wunderbar. Mit einer Hand macht er das hier, der Mann. Ein richtiger Customer. So, wunderbar. Geht euch das an. Da haben wir unsere Teile. Wie gesagt, so mache ich das immer. Einfach Plaste rum. Meistens auch Müll. Also Müllplaste, die eh in Müll wandern würde. So, sieht doch gut aus. Muss man denn noch ein bisschen bearbeiten, je nachdem, muss man gucken. Ich habe noch nicht gesehen, noch nicht probiert, ob man Salzteig auch schleifen kann. Jedenfalls habe ich jetzt hier schön meine Seitenschürzen und meinen Hinterteil. Der Rest kommt dann erstmal weg. So, und damit ihr ein bisschen was gesehen habt, war ich jetzt gerade da für euch. Also, reingehauen, bis demnächst. Tschö mit Ö. Ich bin das Beste hier. Ich Scheiße, da sieht man die Haut.
Kurz Update zu meinem Nissan Silvia. Von dem Kollegen vorgebaute, ja, wie sagt man, Ausbeulungen. Man sieht, da ist ein bisschen was abgebrochen, aber man könnte es eigentlich fast so lassen. Ich habe eigentlich vor, den ja, Metallic Flake, Chrom Metallic rüber zu ballern. Ja. Man muss jetzt mal gucken, es ist jetzt noch nicht. Das ist natürlich wieder blöder. Ich wollte mal die andere Seite zeigen. Müssen wir das hier mal. Ist nur provisorisch. Brocken ist das. So ist die andere Seite gewesen. Ohne dem, was da hier rausgeschnitten hat. Finde ich auch eigentlich ganz nice. Ihr seht es jetzt live mit mir. Draußen scheint die Sonne und trotzdem muss ich hier drin ein bisschen beleuchten, damit man es richtig sieht. Ja, da hinten ist natürlich noch eine Ecke, sag ich mal. So, nochmal mit Scheiben drin gesetzt. Schon mal ein bisschen. Lichter fehlen noch. Entire, wie gesagt, ist alles drin. Scheiben sind drauf. Ja, und nun ist eben die große Frage, ob ich das grün so lasse. Oder das so mache, wie ich es eigentlich wollte. In so ein Chrom Metallic Flake. Ja. Ich finde mittlerweile so eigentlich ganz geil. Aber halt matt ist, weiß ich nicht, Mattlack. Gut, Rinja und das war jetzt mein Update dafür. Tschö mit, ey.